Hallo, herzlich willkommen und ein weiteren Let's Play, diesmal Part 12, Lust an der Gefahr. Und wir gehen rein und dann geht's eigentlich weiter. Ich muss mich aber diesmal ein kleines bisschen beeilen, weil es schon zu spät ist. Okay, wollen wir mal. Wir standen uns gegenüber, ohne ein Wort zu sagen. Ich war von seinem Mund beeindruckt, aber ich versuchte, mich cool zu verhalten. Vielleicht würde ich als Hitomi wegrennen, ohne nachzudenken. Aber das neue Ich war ganz aufgeregt, herauszufinden, was das neue Abenteuer bringen würde. Du bist still. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Du hast mich geküsst, warum? Ich glaube, es ist offensichtlich. Ich will nicht vermuten, ich möchte wissen, ob du es uns aus Spaß getan hast. Ich habe es nicht aus Spaß gemacht, Hitomi. Du magst mich? Ja, und ich weiß, dass du mich auch magst, weil du sonst nicht hier mit mir wärst, sondern mit ihm. Er sagte, dass als er sich mein Gesicht näherte, er gab mir einen zärtlichen Kuss auf der Wange und wünschte mir eine gute Nacht. Ich konnte nicht anders als lächeln. Ich rannte in meine Wohnung und winkte meine Mutter zu. Zum Glück telefonierte sie und war nicht in der Lage, Fragen zu stellen. Ich ging in mein Zimmer und schloss schnell die Tür. Unglaublich, ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Er hat mich geküsst und ich habe den Kuss erwidert. Verknallte in dem Fall. Ich stand mit meinem Rücken zur Tür und berührte meine Wange, sie glühten. Wenn Mama mich so sieht, dann wird sie wissen, was passiert ist. Ich ging von der Tür weg und legte mich auf das Bett. Das Bild von ihm, wie er mich küsste und sagte, ich mag dich, tauchte immer wieder mein Kopf auf. Nach einer Weile klang einer als weckte mich auf. Die Nachricht war von ihm. Bist du wach, Hitomi? Antworten. Immer noch schläfrig nahm ich das Handy und antwortete. Ich wurde erst richtig wach, als ich merkte, dass ich schon auf Handy gedrückt hatte. Bewusst, dass ich fast alles hätte schicken können. Schaut ihm schnell die Nachricht an und ich geschickt habe. Ich konnte auch ganz einfach eine leere Nacht schicken, die hätte die gleiche Bedeutung. Entschuldigung, falls ich dich geweckt habe, aber ich muss dich etwas fragen. Geht es dir gut? Was für eine Frage ist das? Das dachte ich ihm. Wartet eine ganze Minute, um eine Antwort zu bekommen, aber statt eine Nachricht bekam ich einen Anruf. Hallo, du hast keine Lust, Nachrichten zu schreiben? Eigentlich habe ich nur sehen wollen, ob du wach bist, damit ich dich anrufen kann. Aha. Nur um zu sehen, wie es mir geht. Ja, nur das. Okay, dann tschüss. Warte, leg mich auf. Ich meinte alles ehrlich, was ich dir gesagt habe, Hitomi. Ich mag dich wirklich. Ich hoffe, dass ich mit meinem Benehmen nicht alles kaputt gemacht habe. Hast du nicht. Es ist nur, ich bin daran nicht gewöhnt. Wir müssen nochmal ausgehen. Was wir zwei, was sagst du? Definitiv, das würde ich lieben gern. Ich kann es kaum erwarten. Nur damit du es weißt, wenn ich sage, meine ich nicht Schattenzeit spielen. Oh, schade. Oh nein, Hitomi, du bist grausam, weißt du das? Ich habe mir Spaß gemacht, entspann dich. In Ordnung, wir werden ausgehen, aber zuerst müssen wir zurück ins Spiel und Rache nehmen.